Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde DNS TechPack. Und wir haben ein kleines Problem gehabt. Letzte Folge habe ich den Sound verkackt. Aber mit dabei ist wieder der Dragul und der liebe Exilikorn. Guten Abend euch zwei auf jeden Fall erstmal. Guten Abend. Ja, meine Stimme wurde irgendwie nicht aufgenommen. Keine Ahnung warum. Jetzt muss ich auch noch husten. Gibt's ja gar nicht. Muss ich mal in Ruhe mal gucken, woran es gelegen hat. Ich sein und sagen, auch Mikro hat seinen Stolz, aber das machen wir ja nicht. Was? Ne, auf jeden Fall. Haben wir letzte Folge die Vibe and Alloys Seeds hier schon angepflanzt und die Steam Engine in Betrieb genommen, sowie die Reinforced Watering Can gebaut. Und ja, jetzt funktioniert die Farm schon mal mit Vibrant Alloy. Und weiter geht's dann halt mit den nächsten Seeds. Und ich werde mal kurz hier ein bisschen umbauen, damit er ein bisschen schicker aussieht. Der Dragul hat die Kreativität, so ähnlich wie ich. Hä? Man könnte ja die Soundlampe einfach da reinstecken, ne? Ach. Da sagt er wieder ach. Na klar. So. So, sieht das schön aus. So, wie gesagt, ich werde mich jetzt mal an die nächsten Seeds machen. Auf jeden Fall. Das waren ja einige. Das heißt, ich brauche gleich auf jeden Fall mehr Cropsticks. Gehe ich mal stark von aus. Na, die Diamanten kannst du hier von mir nehmen. Hier ist auch noch der eine leiser. Ja, ich werde mal gleich einen mitnehmen, denke ich mal. Also ein Analyzer. Ja, nimm du gleich von mir mit. Ja. Dann hole ich mal die Diamant-Seed schon mal und dann gucke ich noch, was wir sonst noch bei welcher haben. Ja, hinter dir. Eumel, umdrehen. Also das Feld kann man nicht übersehen. Ja, also weiß ich. Ich wollte nur mal gucken. eine Axt habe ich hier sogar noch. Krass. So, das waren Diamond Seeds. Okay. Nehmen wir mal zwei mit. So. Und sonst noch irgendwelche Seeds hier? Was haben wir noch hier? Skeleton Seeds, Certus Quarz. Die sind, glaube ich, aber auch schon hochgezüchtet. Guck ich einfach mal. Nehmen wir zwei Certus mit. Dann haben wir die. Ist deine Witter wieder voll? Boah. Ich hasse es, ehrlich. Ja, komm mal, braucht du. Ja, komm, nimm die Slaps, hau ab. Braucht du gerade Sau. Weißt du, es ist ja nicht so, als ob vor dir da nicht eine Kiste gestanden hätte. Ach, Cobblestone braucht keiner. Ah, herrlich. Die Certus Quartz Seeds können aber noch nicht hoch sein. Also noch nicht komplett, weil zwei einzelne sind. 112. Nein, sie sind noch nicht hoch. Oh, was? Ach nein, vergiss es. Die habe ich bloß gepaart, dass ich genug von den Dingens habe zur Aufwertung auf die auf diesen blöden Master Infusion Stone. Ja. Dann machen wir das doch mal eben hier. Zack. Einmal Diamantos und einmal Certus Quarz. Oh, komm mal einer schnell her mit viel Leben. Komm, beeil dich. Viel Leben. Ja, mit einer vollen Leiste. Zügig, sonst ist das Ding hier verkackt. Schnell, ich brauche noch 30%. Ja, ich komme schon. Was denn? Ja, nimm den Dolch und drück mal Rechtsklick, bis du nur noch ein Herz hast. Aber du hast ja bloß 20 Life. Das macht keinen Sinn in der Form. Los, zügig, sonst baut er gleich wieder ab. Ja. Oh, und häng den Dolch wieder auf. Jetzt habe ich wieder regeneriert, jetzt kann ich wieder. Dankeschön. Bitteschön. Immer dieser Stress? Ja, total, sonst ist die ganze Kacke hier wieder verkackt. Ich komme mir vor wie auf Arbeit hier. Also ich habe noch zu wenig von den Dislocation Runes. Der leitet mir noch zu wenig rüber. So, ich werde mir mal eine Doppelkiste hinstellen für den Müll. So lange. So. Ein paar Cropsticks schon mal. Irgendwo den
Trashcan rum. Ja, ich weiß, im Gebäude. Mhm. Und außerdem habe ich sowieso noch viel zu Müll in der Tasche. So. So, 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 los geht's. Mit dem lustigen Kreuzen. Mhm. So, da brauche ich gleich noch eine DC Electrical Engine und dann haben wir drei Seeds-Dinger schon mal da am Werke. Zack, zack, zack. Einmal gekreuzt. War 10x10? Ne, das müsste. Ja doch, da könnte doch hinkommen. Auf jeden Fall annähernd. 10x10. So. Ja. Ja. Toll, jetzt hast du kaputt gemacht. Hä? Hat er kaputt gemacht. Hä? Was ist denn los? Was ist denn los? Warum frisst du meine Kohl? Wer war das? Bei Hart, oder? Ja, Werner. Aha. War das der Erste sogar. Oh, ich früher als Kind im Kino gesehen, das weiß ich nicht. Ja, ich hab den früher als Kind im Kino gesehen. Also das ist schon was her. Verflucht, ich werd alt. Ja. Willkommen im Club. Werner Beinhardt, das war Anfang 90er? 89, ich glaube. Oder so, ja. Ja. Mein Gott, bist du alt. Also ich kann euch sagen, der erste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe, war Jurassic Park. Der erste. Der erste Kinofilm von mir. Und dann war Werner, das weiß ich noch. Ich wollte gerade schon Jurassic World sagen, aber da war ich ziemlich jung. Oder ziemlich schnell im Filmbuch. Oder so, ja. Da habe ich mal ziemlich früh angefangen zu rauchen. So, meine kleinen Pflänzchen hier, mach mal schneller. So und so. Nochmal. Ach, da unten bist du. Mhm. Ich dachte gerade schon. Ich bin hier fröhlich vor mich hin am Kreuzen. Und wie gesagt, mit der Water in Ken geht das halt auch relativ schnell. Das ist natürlich vorteilhaft ist. Mhm. Ja, wenn ich jetzt genug Blut mal zusammenkriegen würde, dann würde ich mich da noch hinstellen mit der Sigil of Green Grove, dann geht das Ganze nochmal doppelt so schnell. Das stimmt, ja. Aber nö, die kriege ich ja nicht gekackt hier, weil er zu langsam leitet. So, jetzt haben wir mal ein bisschen die Kapazität verdoppelt. Wer weiß, vielleicht funktioniert es jetzt. Würden wir jetzt das in Farming Tower links und rechts vom Weg oder nur auf einer Seite? Beide Seiten wollen wir, glaube ich, machen. Okay. Also meine ich hatten wir, glaube ich, geplant. Und dann in der Mitte so ein. Ja. So ein Ding halt. Jetzt habe ich schon wieder hier. Wo machst du das schon wieder? Glück gehabt. Ich habe fast wieder was kaputt gemacht. Wobei schon, dass eigentlich jeder zweite Muffler da weg kann.
Da was? Nicht kleckern, klotzen. Der übertreibt hier mit dem Mufflern voll Pulle. Ja, wir haben es doch. Genau. Alter, ökologische Erziehung. Hä, was ist das? Hä, Gesundheit, muss essen. Ah. In der heutigen Zeit von ökologischer Erziehung sprechen? Hm. Ja, das ist genau, da habe ich jetzt neulich im Radio gehört, einen Spruch von wegen, warum Frauen mehr oder häufiger krank werden wie Männer. Da hat doch tatsächlich einer gesagt, ja, weil die zu sehr, wie war das, internal abonnieren. Also, was? Was für ein Ding? Was? Ja, was abonnieren die? Internal abonnieren. So, und das auf Deutsch? Ich hätte jetzt eher gedacht, zu weil... Auf sich nehmen. Weißt du, was ich gesagt hätte? Ha? Weil Frauen einfach länger leben wie Männer. Weil Männer sterben ja immer, wenn sie krank sind. Ja. Ich finde die Werbung so toll. Schatz, kannst du meine Mama anrufen? Ja, die ist auch geil, ja. Herrlich. Aber recht haben sie. Meistens sterben wir, wenn wir krank sind. Na ja, gut, da muss ich aber echt schon wirklich krank sein. Ja, schon, aber ist immer sehr lustig, wenn man dann selbst, wenn man krank ist und dann so überlegt, dass man selbst echt in das Klischee abrutscht und nur am Jammern ist. Ja. Da distanziere ich mich von, aber ganz entschieden. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber ich distanziere mich davon. So. Aber ich muss auch sagen, richtig krank war ich schon lange nicht mehr. Ey. Also richtig krank. Mhm. Geht eigentlich. Ja, also so richtig flach gelegen, das ist schon ein paar Jährchen her wieder eigentlich. Wo ich mal so richtig flach gelegen habe wieder. Wo ich dann auch wirklich gar nichts gemacht habe, eigentlich nur im Bett gelegen habe oder auf der Couch und auf Fernsehen geguckt oder irgendwie eingepackt und was auch immer. Ich kann schon gar nicht mehr richtig krank werden, die ganzen Scheißbazellen, wo mir meine Frau und meine Kurze ständig vom Kindi mitbringen, weißt du? Ja, eben. Die so dermaßen immunisiert. Das glaube ich nämlich auch irgendwie. Ich bin auch, glaube ich, auch irgendwie schon immun gegen alles. Ja, so die ersten ein, zwei Jahre mit meiner Frau war lustig, weil ich irgendwie alle 2 Wochen krank oder so. Ach Mann, das ist ja sowas von interessant hier wieder. Oh, Kiste ist voll, toll. Hat ja lange gedauert. So. Na endlich. Bescheuerter Master. Also, was der die ganze Zeit rauscht, ey. Im rechten Ohr. Mhm. Eine scheiß Kaffeekanne, hier, Isolierkanne. Achso. Da ist wohl noch was drin. Und ich bin die ganze Zeit am Wundern, immer, was rauscht hier die ganze Zeit eigentlich? Ich wollte schon wieder gegen den PC drehen. Der arme PC. Au. Oh, echt, ey. Ach, ich hab Mockbriefing aus. Ein Glück. Na dann. Das wäre jetzt gewesen. Klar, Creeper, alles weg. Nee, Mockbriefing an sich ist nicht aus. Weil die blöden Endermänner klauen immer noch Erde. Der ach, der stand in dem Wasserloch. Überhaupt, hab ich ein Glück gehabt. Da habe ich ja Schwein gehabt. Da ist auch geil, die Diamant-Seeds waren am Anfang höher, ne? Wo du mir die gegeben hast, oder wo ich die geholt habe. Die Sertus-Quartz sind das erste auf 10, 10, 10. Total lustig, sowas immer. So, dann haben wir gleich Sertus und Diamant-Seeds auch noch, sehr schön. Aber erstmal die Diamant-Seeds noch hochprügeln.
Haben wir drei Sugarcanes? Kriegen wir das hin? Bestimmt. Genügend. In der Kiste innen vor dem ehemaligen Gebäude. So. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber haben wir Oak Seeds? Oak Saplings? Innen drin in irgendeiner Kiste. Oh, Tatsache. 4, 6, 7. So, dann habe ich Certus Quartz schon mal fertig. So. Dann noch Diamantos und dann sollte es. Haben wir die zwei. Das erste Feld komplett. Gut, gut. Dann heißt das zweites Feld, drittes Feld, fünftes Feld, 30. Feld. Wichtige Arbeiten hier, wichtige Arbeiten. Ja, klar. Brauchen wir alles. Vor allem müssen wir definitiv. Hast du schon Minitius die 10, 10, 10 hast du bestimmt, ne? Minitius, ja. Das ist gut. Die können wir auch dann noch anpflanzen, auf jeden Fall. Da habe ich hier schon ein gigantisches Feld. Ja, ich meine automatisiert dann halt. Dass wenn ja, der Server weiterläuft, dass wir dann Essenzen kriegen ohne Ende. Dann können wir nämlich bald die Rüstung bauen. Die dicke, fette. Ich glaube auch noch 5, 6, 7 Stacks oder so im Keller. Reicht nicht. Reicht noch nicht mal für eine. Ja, ich weiß es meine noch. Ich habe es aber bei so einem Dry Sets gebaut gehabt im Stream. War schon teuer, das Ding. Aber die ist auch super geil, muss man ja sagen. Da liegt es mir mit Fledermaus rumfliegen. 4, 6, 7. So, Diamant sieht's auch fertig. Das hat ja jetzt nur fast eine ganze Folge gedauert. Mein Gott, was soll es? Genau. What dämlicher Vollidiot, ey. Ich hab immer den blöden Scheiß da verpasst, das gibt's doch nicht. Immer mit der Ruhe. Nein, jetzt hab ich schon wieder versäumt, das Ding rauszuholen, dann haben wir tausende von auch nichts dafür. Verschwendet. Können auch nichts dafür. Genau. Dragul ist immer schuld. Haben wir uns nicht drauf geeinigt, dass Dragul immer schuld ist? Ja, war was. Siehste? Tja. Irgendwas war mal. Sag ich doch. So. Ich würde ja sagen, immer auf die kleinen Dicken, aber dann heißt das wieder Diskriminierung. Ja. Ja. Da muss immer vorsichtig sein, was man sagt. Ja. Bin ja auch jetzt nicht unbedingt der Schlankste. Ich auch nicht, aber. Ich sag immer, solange man sich wohlfühlt und fertig. Ja. Solange man selber, solange man selber einkaufen gehen kann und zum Arzt gehen kann, dann ist alles gut. Ja. Das stimmt. Und solange meine Reifen nicht platzen, passt es. Ja, oder die Achse bricht. Ja. Das wäre genau. Das wär sehr lustig. Mit einer Fahrt so knack, oh. Ups. So, jetzt brauche ich noch eine DC Electrical Engine. Ich habe das HSLR-Stil draußen in der Kiste gelassen. Natürlich habe ich das in der Kiste gelassen, war ja klar. So, wo bist du am Züchten? Hier in der Mitte? Ja. Soll ich mal ausgießen? Ja, warte, ich stelle noch schnell mal ein Orb rein. Ach, da sind noch Diamond Essence. Schmeißen wir auch mal aufs Band. Zack. Und da fährt sie weg. Na, na, na. Ja, schon über ein Stack Vibrant Alloy Essence. Nicht schlecht. Jo. Überleg mal, jetzt machst du auch noch einen Sprinkler, dann geht es auch noch schneller.
So, aber ich wollte eine DC Electrical Engine noch bauen, habe ich gesagt. Hat er gesagt. Ja. Braucht man dafür Redstone, ein Shaft Ist und das ein Bay, zwei beabsichtigt, dass Bays. nur einer der Ventilatoren läuft? Ja, weil ich da noch eine Dingens erst dran machen muss. Oh. Oh, ich habe ja noch Steam Engines wieder drin, ups. Jetzt, Balause, komm mal hier hoch kurz. Moment. Das ist so geil mit der Sigil. Zung, zung. Also Ja. die, na sag, die Ventilatoren werden jetzt mal echt nötig. Das Zeug stapelt sich hier oben. Ja, mach nicht zu viel, weil da ist nur eine einfache Kiste dran. Unten. Sonst läuft die ziemlich schnell voll. Weil bevor wir nämlich keine Deep Storage oder so haben. Da Tor, ne? Ernsthaft. Wie wär's, wenn du selber mal was dran baust? Ich? Einfach kaputt hauen hier. Ich mach mir gleich ein Loch da rein. Fertig. Kenn ich nix. Zack, zack. Also, meine Sigil ist aktiv. Wenn du willst, stell hier mal ein paar zum Kreuzen auf. Ich bin mal eine rauchen, das habe ich mir jetzt verdient. Wir haben jetzt So. sowieso jetzt erstmal Schicht mit der Folge wieder. Was? Ja, Na es ist gut, dann schon bleibe 22 Minuten wieder. Deswegen würde ich ich. sagen, erste Farm läuft. So sehen die dann auf jeden Fall alle aus irgendwann. Wird nach und nach wahrscheinlich passieren. Wie gesagt, wir werden uns dann jetzt bald erstmal um Deep Storage kümmern müssen. Und eine Ender Chest vielleicht dann da unten drunter, damit wir dann das direkt umleiten können oder dahin leiten, transferieren, teleportieren, was auch immer. Da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Na? ja gut, aber wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.